Erstmal herzlich willkommen hier im Schützenhof in Gernakesee und herzlich willkommen zum dritten Rocker Talk. Ich darf mich erstmal vorstellen, mein Name ist Lars Petersen, Vorname Obelix. Ich bin der Herausgeber von bikesmusicalmore.com. Der eine oder andere kennt das Magazin, das ist ein Online-Magazin und wir präsentieren heute den dritten Rocker Talk mit dem Thema das Insignienverbot, Polizeiaufgabengesetze, was kommt auf die Szene zu. Der eine oder andere hat vielleicht den ersten oder den zweiten Talk mitverfolgt. Da war es eher so ein klassisches Frage- und Antwortspiel. Das werden wir heute versuchen zu gehen. Ja, unser Bestreben ist es, dass die Runde sich offen aus sich heraus entwickelt. Erstmal ist grundsätzlich das, was ich jetzt sehe, eigentlich genau das, was damals vor meinem geistigen Auge ablief, als ich dann schlussendlich die Entscheidung getroffen habe, dass wir das Ding wieder aufmachen. Nämlich ein Kessel Buntes. Und ich sage Respekt, Leute, der weiteste, glaube ich, aus München oder hinter München, das ist eine geile Nummer. Es passt alles, das Wetter ist gut, Kessel Buntes. Friebacher sind da, F ist da, es ist nämlich genau das, was die Szene ausmacht. Und insofern denke ich mal, hat man jetzt schon, egal was hier gleich passiert, sicherlich in jedem Fall noch eine Message gegeben und dafür danke ich euch. Zwei Sachen will ich sagen, weil es zum Thema passt. Der Staat ist der Souverän. Habt ihr alles schon mal gehört, wahrscheinlich in der Schule, in der Staatsbürgerkunde, wo die Leute euch so informiert haben über Pluralismus, Föderalismus, freiheitlich-demokratische Grundrechte, Freiheitsrechte. Und ich will das auch gar nicht in Abrede stellen. Der Staat ist der Souverän. Nur was ich von ihm erwarte, ist, dass er auf eine entsprechend fundamentale, souveräne Art und Weise die Gesetze vorbereitet, begründet, inhaltlich belegt und dann auch argumentiert. Stellt sich also die Frage, ob das, was 2017 passiert ist, wo dann schlussendlich das Insignienverbot beschlossen wurde, ob das souverän war. Und geht mal mit mir zurück ins Jahr 2017, ich will nur mal zwei Aspekte ansprechen. Punkt 1, die zweite Lesung im Bundestag. Da hat ein MdB der Unionsfraktion am Rednerpult das Wort ergriffen, hat so ins Plenum reingeschaut und seine Kollegen gefragt, habt ihr schon mal einen Rocker in die Augen geguckt? Ich weiß ja nicht bis heute, was er mir sagen wollte. Fakt ist, er hat dann verwiesen auf ein Gespräch mit einem Schauspieler. US-Serie Sons of Anarchy. Auf jeden Fall hat er den wahrscheinlich auf irgendeiner PR-Veranstaltung oder irgendeinem Filmfest getroffen, hat sich mit dem unterhalten. Wie gesagt, ich weiß bis heute nicht, was er mir damit sagen wollte. Was er aber noch gesagt hat, ist, dass er ein Fan dieser Serie ist. Finde ich ja schon mal per se geil, dass da einer so eine Aussage tätigt, sich einen Schauspieler nimmt, der gerne Rolle spielt und solche Rollen ja generell überzeichnet werden, um dann zu sagen, er ist ein Fan der Serie, aber das, was da abgewiegelt wird, ist genau das, was wir in Deutschland haben. So ein Schwachsinn. Also frage ich euch, ist das souverän? Mich nicht. Zweites Beispiel war die Lesung. Da kann ich mich noch gut erinnern, da saß Dr. Michael Alsdorf, der ehemalige Chefredakteur der Biker News, und neben ihm waren so zwei Rechtsgelehrten. Und die sind ja nicht von den Rockern eingeladen worden, das ist ja über das Gremium gelaufen. Und da habe ich eigentlich gedacht, naja, okay, die machen da den Deckel drauf. Ja, was passiert? Der greift das Wort, sagt, ja, Eingabe habe ich vergessen, aber ich mache mich kurz, das könnt ihr so nicht machen. Das geht nicht. Ihr wollt ein Exempel statuieren. Dann hat er das ausgeführt. Und hat ganz klar festgestellt, alles, was er in der Runde hört, nämlich in dieser Innenausschusssitzung, ist eine Bewertung aus polizeilicher Sicht, vielleicht strafrechtlicher Sicht, hat aber substanziell nichts mit einem Insignienverbot zu tun. Als er das gesagt hat, ist dem Dr. Michael Alsdorf fast die Wasserflasche aus der Hand gefallen. Ja, da habe ich gedacht, okay, da ist noch eine zweite Dame, eine Professorin, wenn die jetzt einsteigt, macht sie den Auslag. Was ist passiert? Sie hat dezidierter, fundamentaler ausgeführt, dass das so nicht geht und dass wahrscheinlich dieses Gesetz in der Form, so wie es beschlossen werden soll, einer gerichtlichen Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht nicht standhält. Weil die sagen ja in so einer Serie nicht, das wird nicht durchgehen, weil die halten sich die Hintertür offen. Jetzt habe ich gesagt, oha, man hat da alle mitgekriegt. Eigentlich müssten die der Logik folgen, das Ding jetzt irgendwie zurückgeben und mal die Stellschrauben. Nee, dritte Lesung, vierte Lesung, das hat keine Sau interessiert. So, das ist so durchgegangen, das ging durch den Bundesrat zum Bundespräsidenten. Ja gut, wir haben da noch ein bisschen hingeschrieben, da wusste jeder von uns, da kommt eh nie was zurück. Das Ding war durch. Und das hat gewisse Gründe, über die wir zu sprechen haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen interessanten, attraktiven Talk. Ganz wichtig ist, wir haben nachher den Open Talk. Und da hat jeder von euch die Möglichkeit, Fragen zu stellen zu dem, was gesprochen wurde, was euch interessiert und was zum Thema passt. Nutzt das. Und ansonsten wünsche ich euch eine attraktive Veranstaltung und bedanke mich dafür schon mal, dass ihr da seid und möchte schlussendlich einfach mal die Runde vorstellen. Fangen wir an zu meiner Linken. Peter, Vizepräsident vom Lagania MC. Und ich denke, das ist ein Applaus wert, dass er sich da hinsetzt auf den heißen Stuhl.
Der nächste in der Runde, vom Basel-MC, der Präsident Basel-MC South West, ganz genau der Mann. Der nächste von den Vorgästen, Michael Prozentor, Pressesprecher Bandidos-MC. Neben ihm der Pressesprecher des Hells Angels MC Django 81. Aus Berlin, hier finde ich einen 80, den hatte ich zwar nicht so im Zettel, aber okay, jetzt sitzt er da, mach was draus. Ja. Wie auch wieder. Nun zu dem Mann daneben gehe ich deshalb ein bisschen dezidiert darauf ein, weil er der Einzige ist, der nicht aus dem Club kommt. Publizist und Autor Lothar Berg aus Berlin. Ja, und der Letzte in der Runde vom Rolling Wheels MC NOS, Präsident Fischer.